Hallo Alois, hörst du mich? Hört mich jemand? Hört mich überhaupt jemand? Funktioniert das? Ja, sieht so aus, als ob es funktioniert. Okay. Gut, ja, wunderbar. Mache ich mich gerade noch mal kurz leise. Ihr wisst aber schon, dass es erst um 8:30 losgeht, gell? Also nur so als Info nochmal. Ich habe es gerade echt noch einmal nachgeschaut, weil ich dachte, oh Gott, wenn jetzt schon einige da sind. Also 8:30 sehen wir uns hier wieder oder kurz vorher. Ich wollte jetzt nur schon mal die Technik gucken, ob das alles funktioniert. Aber dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Ich schreibe es auch noch mal in den Chat rein, dass es erst um 8:30 losgeht. Genau. So, und jetzt begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zu unserem Webinar Stammzellenaktivierung für Mensch und Tier. Ich mache mal die Formalia vorneweg, die sind ja immer ganz wichtig. Dieses Webinar ersetzt natürlich nicht den Gang zu Arzt oder Tierarzt. Wir machen hier keine Diagnosen oder sonstiges im Schnellverfahren. Sprich, wir reden hier über ein Nahrungsergänzungsmittel, das heißt nicht über Medikamente. Und alles, was hier gesprochen wird, sind natürlich ist in keinster Weise als Heilungsversprechen zu verstehen. Das ist wichtig. Dann ist vielleicht auch wichtig für manche, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wer jetzt nicht aufgezeichnet werden möchte, der kann natürlich trotzdem hier bleiben, der kann einfach seine Kamera ausmachen. Dann kann man ihn ja nicht mehr sehen. Und wenn er nichts sagt, ist er hier also quasi ganz inkognito dabei. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr was sagt, wenn ihr nachher euch einfach mit einschaltet, wenn ihr gerne Fragen stellt, gerne Erfahrungsberichte uns zur Verfügung stellt, weil das ist natürlich das, was die meisten Leute, die neu dazukommen, einfach auch interessiert. Ja? Ich kann viel erzählen, aber so Erfahrungsberichte von Anwendern, die sind einfach richtig gut. Von dem her freuen wir uns da nachher drauf. Ich werde euch jetzt erst einmal erklären, was sind eigentlich Stammzellen? Was tun die? Wie kann ich die aktivieren? Und warum ist es sinnvoll und wichtig, die zu aktivieren? Ich stelle mich mal so lang eben die Kamera aus. Das ist für mich immer einfacher, weil wenn ich mich auf der einen Seite sehe, dann ist es immer so ein bisschen irritierend für mich. Stammzellaktivierung für Mensch und Tier. Moment, jetzt hoffe ich, dass die Technik, nein, sie lässt mich nicht im Stich, es funktioniert. Ja? Wir reden über beides. Das heißt, die Stammzellen selber, die sind natürlich bei allen Lebewesen vom Prinzip her ähnlich. Von dem her kann man das auch wirklich ganz gut zusammenpacken, Menschen und Tiere. Wobei helfen Nahrungsergänzungsmittel meinem Tier? Das ist vielleicht für viele schon so die allerwichtigste Frage. Bei Arthrose, altersbedingt oder durch Verletzung entstanden, bei Autoimmunerkrankungen. Und es gibt ja jede Menge Autoimmunerkrankungen bei Tieren. Ja? Die haben natürlich auch mit solchen Geschichten wie Polyarthritis, also Richtung Rheuma, zu tun. Die haben aber vor allem auch viel mit Haarproblemen zu tun. Es gibt viele Autoimmunerkrankungen, die dazu führen, dass Hunde vollständig die Haare verlieren, dass die Juckreiz bekommen am ganzen Körper. Also das ist, ja, oder einfach in Anführungszeichen nur nackig sind, was ja im Gegensatz zu Ganzkörperjuckreiz noch besser ist. Es gibt natürlich Allergien.
Futtermittelallergien. Es gibt chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel chronischen Durchfall, Stoffwechselerkrankungen, Spondylose, HD, ED, kennen alle Hundehalter. Das sind alles so Dinge, wo Nahrungsergänzungsmittel dem Tier auch helfen können. Und natürlich auch beim ganz natürlichen, normalen Alterungsprozess. Ne? Auch Tiere werden alt, leider immer viel, viel schneller als wir. Also unsere eine Hündin wird jetzt schon wieder 9. Das ist absolut erschreckend für uns, ja, weil wir immer denken, oh Gott, 9 ist sie jetzt schon. Sie ist ein Labrador. Das heißt, ihr wisst es, Labbis, naja, mit viel Glück 12, 13, ne? Vielleicht auch mit ganz viel Glück noch 14, aber ach, irgendwie ist sie schon wieder, ja, ist unser Öhmchen. Und das geht einfach so im Vergleich zu Menschen so schnell. Was sind das für Produkte, über die es heute geht? Sind Nahrungsergänzungsmittel der neuesten Generation aus Amerika. Nicht alles Schlechte kommt aus Amerika, sondern hin und wieder kommen da wirklich auch ein paar gute Sachen her. Der wichtigste Bestandteil ist FGF2. FGF2 ist ein sogenannter Fibroblastenwachstumsfaktor, der die Stammzellen dazu anregt, sich zu teilen, neue Zellen zu bilden, neue Stammzellen zu bilden. Und dieses FGF2, das ist wichtig, das ist sonst nicht in Nahrung oder Medikamenten zu bekommen. Das heißt, wir haben hier wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist mir persönlich wichtig gewesen. Und noch viel wichtiger ist natürlich die Wirkung. Und das erkläre ich euch gleich, warum das wirkt, wie es wirkt. Was sind Stammzellen? Stammzellen muss man unterscheiden. Es gibt embryonale Stammzellen, wie das Wort schon sagt. Das sind die Stammzellen, aus denen ein Embryo dann auch hervorgeht. Eizelle, Samenzelle verbinden sich. Und wir kennen wahrscheinlich alle diese Bilder von dieser Eizelle, in der dann 8, 16, 32 Zellen drin sind. Ja? Und das sind alles pluripotente embryonale Stammzellen. Das bedeutet, aus jeder dieser Zellen könnte noch ein ganzes Lebewesen hervorgehen. Ihr kennt es, einzellige Zwillinge, ne? Eineiige Zwillinge sagt man dazu. Eineiige Zwillinge, genau. Eineiige Zwillinge passieren so, dass eine schon befruchtete Eizelle sich teilt. Ja, und aus jeder der Hälften geht natürlich ein Lebewesen einher. Ganz selten gibt es auch mal eineiige Drillinge. Und diese Stammzellen, daraus geht also wirklich dieser ganze Mensch, dieses ganze Tier hervor. Das heißt, die sind pluripotent. Jede dieser Stammzellen kann sich zu jeder benötigten Zelle teilen. Das sieht man hier so ein bisschen auf diesem Bild. In der Mitte die Stammzelle. Und drumherum Nervenzellen, Skelettmuskelzellen, Knochenmark, Blutzellen, Leberzellen. Was benötigt wird, kann aus dieser Zelle werden. Deshalb pluripotent, sie kann zu allem werden. Wir können es auch ein bisschen einfacher sagen. Embryonale Stammzellen sind absolute Alleskönner. Stammzellen werden durch FGF2 aktiviert. FGF2 ist der Fibroblastenwachstumsfaktor. Und der ist in der allergrößten Menge ist er in der Plazenta nachweisbar. Das macht ja natürlich auch Sinn, weil das Embryo braucht natürlich jede Menge von diesem Signalprotein, um die Stammzellen alle zu aktivieren, um überhaupt dann einen Körper bilden zu können. Ja? Wenn wir jetzt von Stammzellen ausgehen, die bei uns noch da sind. Also es gibt die embryonalen Stammzellen und es gibt die sogenannten adulten Stammzellen. Die embryonalen Stammzellen, das hört dann natürlich logischerweise irgendwann auf. Irgendwann ist der Embryo ausgebildet, das Menschlein oder das Tierlein wird geboren. In der Nabelschnur haben wir nochmal eine ganz, ganz hohe Konzentration von diesen Stammzellen. Deshalb wird es ganz häufig mittlerweile eingefroren, dieses Nabelschnurblut, so quasi als Versicherung für spätere Zeiten, wenn dieses Kind, dieser Mensch eventuell mal Stammzellen braucht. Und dann hören diese embryonalen Stammzellen auf zu existieren. Was es dann noch gibt, sind die sogenannten adulten Stammzellen. Die haben auch wir noch als Erwachsene.
Und die werden durch SGF2 aktiviert, nach wie vor. Das Problem dabei ist nur, dass dieses Signalprotein, das SGF2, das wird immer weniger produziert. Bei Kindern haben wir es noch relativ hoch nachweisbar. Je älter das Kind wird, desto mehr ist natürlich der Körper auch ausgewachsen, ja, desto weniger wird es auch erstmal gebraucht und desto weniger gibt es davon im Körper. Meistens ist es so, mit 23 bis 25 ist dann einfach so ein sehr niedriges Niveau erreicht. Das heißt, wir haben zwar ganz viele adulte Stammzellen im Körper, diese adulten Stammzellen sind auch noch ein Stück weit aktiv, aber natürlich lange nicht mehr so, wie sie aktiv sein könnten. Ja, es wird halt gerade mal noch so der Status quo aufrechterhalten. Und mit der Zeit wird es natürlich immer weniger. Das nennt man dann auch Alterung. Ja, die Alterung setzt im Grunde dann ein, wenn die Zellen im Körper nicht mehr so flott wieder neu gebildet werden, wie sie kaputt gehen. FGF2 aktiviert also unsere adulten Stammzellen und dadurch können die überall im Körper für Reparaturen sorgen. Das heißt, aktivierte Stammzellen bilden gesunde neue Zellen. Das heißt auch, sie ersetzen kranke Zellen, sie ersetzen kaputte Zellen und das Beste ist, die bringen ihr Baumaterial gleich mit. Ja, im Laminine ist nämlich nicht nur FGF2 drin, der wirklich diese Stammzellen eben anschubst, sondern es sind alle 22 Aminosäuren auch mit drin. Wofür braucht man Aminosäuren? Aminosäuren bilden Zellen oder andersrum, jede Zelle im Körper ist durch Aminosäuren gebildet worden. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Deshalb ist es nämlich wichtig, dass die Aminosäurenversorgung im Körper einigermaßen gut ist. Aber weil wir uns darauf ja nicht immer verlassen können, weil wir auch gar nicht wissen, wie ist jetzt diese Aminosäurenversorgung von dem Mensch oder von dem Tier, deshalb bringt Laminine die Erstversorgung von Aminosäuren direkt mit. Hier nochmal die Erklärung, was passiert, wenn Stammzellen angeschubst werden. Da oben seht ihr die Stammzelle und dann wird sie durch FGF2 angeschubst, sich zu teilen. Dann gibt es zwei Tochterzellen. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Die eine Hälfte der Tochterzellen spezialisiert sich. Das heißt, die differenzieren sich zum Beispiel in Leberzellen, zum Beispiel in Darmzellen, zum Beispiel in Knorpelzellen. Und die andere Hälfte, die teilt sich wieder. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist quasi wie so ein Perpetuum mobile. Das ist einmal angeschubst, die eine Hälfte differenziert sich und die andere Hälfte sorgt dafür, dass dieser Vorgang nicht aufhört. Ja, das heißt, einmal angeschubst und mit FGF2 versorgt, läuft dieser Mechanismus wieder. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Was kann jetzt Laminine beim Tier bewirken? Erinnern wir uns nochmal, schubsen Stammzellen an, regen den Körper dazu an, die Zellen zu bilden, die im Körper gebraucht werden. Und das ist jetzt vollkommen faszinierend. Es ist so, dass es scheint so, dass der Körper genau weiß, wo es hakt. Das heißt, wenn ich jemandem mit Arthrose Laminine gebe, dann wird der Knorpel besser. Ja, Arthrose ist Abnutzung vom Knorpel und diese Abnutzung, die verbessert sich tatsächlich. Spürbar, hörbar, ja, es knackt weniger im Gelenk und natürlich für den Patient auch deutlich merkbar. Das heißt, Laminine weiß einfach oder der Körper weiß, wo er diese Zellen braucht. Wenn es um Wundheilung geht, ist es wirklich hoch erstaunlich, wie schnell Wunden, Operationswunden, wie schnell das heilt. Bei der Wundheilung ist es ja ganz, ganz wichtig, dass neue Zellen gebildet werden. Ja? Neue Haut muss sich bilden. Und das, wenn man das durch die Stammzellaktivierung anschubst, dann beschleunigt sich das Ganze natürlich massiv.
Und das merkt man wirklich ganz, ganz extrem. Also wir haben viele Rückmeldungen so in der Richtung, boah, das ging aber schnell mit der Narbe oder man sieht ja gar nichts mehr. Ja. Bei Brandwunden ist es ganz extrem. Also das ist ganz toll. Verbesserung bei Schmerzen, das ist auch etwas, weil Schmerzen haben ja natürlich immer einen Hintergrund. Eine Arthrose ist deshalb schmerzhaft, weil die Gelenksinnenhaut sich entzündet durch dieses Gerubbel von der rauen Knorpelschicht. Und das heißt, wenn einfach dieser Grund für die Schmerzen natürlich weniger wird, dann werden die Schmerzen selber auch weniger. Das merkt man, also es kennen Menschen, die kann man ja natürlich auch ganz gut fragen, aber bei Tieren erleben wir es einfach. Tiere schlafen besser und sind ausgeglichener. Das liegt daran, dass FGF2 auch ein sogenanntes Adaptogen ist. Adaptogene kennt ihr alle. Adaptogene sind nämlich Dinge, die dem Körper im Umgang mit Stress helfen. Ein Adaptogen ist zum Beispiel Nikotin oder Koffein. Ja? Das sind auch Adaptogene. Also jeder, der morgens nach dem Aufstehen erst einmal einen Kaffee braucht, der wirft sich eigentlich unbewusst erst einmal ein Adaptogen rein, um mit dem Stress des jetzt kommenden Tages überhaupt irgendwie klarzukommen. Ja? Laminine ist natürlich ein gesünderes Adaptogen, weil es hilft, dem Körper einfach mit Stresssituationen klarzukommen, indem es den Cortisolspiegel reguliert. Und das tut es bei Menschen und bei Tieren. Das heißt, aufgedrehte Tiere können besser entspannen. Angsttiere, ich sage jetzt nicht nur Hunde, sondern es gibt ja auch natürlich andere Tiere, die Angst haben, kommen in eine Ruhephase rein. Also es ist oft ganz, ganz faszinierend, wirklich. Also gerade auch gestresste Menschen, gestresste Tiere profitieren unglaublich von dieser ausgleichenden Wirkung vom Laminine. Sie unterstützt ein gesundes Altern. Denn was passiert im Alter? Im Alter, wenn man nicht eingreift, wenn das ganz normal läuft, das Alter, dann wird das Signalprotein FGF2 immer weniger ausgeschüttet. Die Zellen teilen sich immer langsamer. Ja, es kommt einfach auf allen Ebenen des Organismus zu so einer Verlangsamung. Natürlich auch zum Teil gehen da Dinge kaputt. Denkt mal an die altersgemäß entstehende Demenz. Das muss jetzt gar nicht Alzheimer oder sonst was sein. Viele alte Menschen, die werden einfach ein bisschen tüdelig, sagt man ja so ganz nett. Und Tiere werden das genauso, ja. Es gibt auch tüdelige alte Hunde, Katzen, die irgendwie völlig desorientiert sind. Also das ist einfach der normale Prozess im Alterungsvorgang. Die Gelenke machen nicht mehr so mit. Das ganze Tier, der ganze Mensch wird so ein bisschen langsam, ein bisschen lustlos. Wir haben viel bei Menschen, haben wir ganz viel so mit Altersdepressionen zu tun, ja, die selten erkannt werden, aber die einfach oft ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen, Nachwirkungen haben. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, gib einem alten Tier, einem alten, müden, kaputten Tier Laminine, das wird nochmal richtig lustig. Also das ist ganz faszinierend. Eine Partnerin von mir, die kann vielleicht nachher was dazu erzählen. Ich habe gesehen, sie ist auch da. Also die hatte so einen, oder hat in ihr natürlich immer noch einen wunderschönen weißen Schäferhund, der einfach nach der Gabe von Laminine nochmal so richtig, ja, richtig aufdreht. Also geht es schon monatelang und der Kerl, der ist wieder richtig lustig. Und genauso haben wir das bei Menschen, die Erfahrung, dass zum Beispiel Demenz sich bessert, dass die Augen sich bessern, dass das Hörvermögen sich bessert, solche Dinge. Ja? Man kann damit natürlich das Alter in dem Sinn nicht aufhalten oder austricksen. Das Tier wird oder der Mensch wird auch nicht unsterblich. Aber es ist einfach ein schönerer Weg, sagen wir es einmal so. Und wer Sport macht, der merkt auch sehr deutlich eine gesteigerte Ausdauer. Da kann ich jetzt überhaupt nicht mitsprechen, weil ich wahrscheinlich so der unsportlichste Mensch unter dieser Sonne bin. Aber ich kenne Menschen, die wirklich Leistungssportler sind und die haben mir das durchaus glaubhaft versichert. Laminine beim Menschen. Ihr seht hier die Bilder meiner Tochter. Meine Tochter hatte kreisrunden Haarausfall. Das war mein Startschuss für Laminine, weil nichts half. Und eine Kollegin hat dann wirklich gesagt, Mensch, du, ich hab da was. Das regt die Stammzellen an und dann wachsen bei ihr die Haare wieder. Und ich wusste gar nichts drüber. Ich habe nur einfach gesagt, komm, her damit. Ja, wenn auch nur eine geringe Chance besteht, dass nicht alle Haare ausfallen, weil ihr wisst vielleicht, kreisrunder Haarausfall setzt sich fort. Die Stelle am Kopf oben, man sieht es ja, war schon relativ groß und Tendenz also weiter größer werdend.
Und dann hat sie das genommen. Nach 3 Wochen begannen die Haare so ganz zögerlich zu wachsen. Und ja, nach ein paar Monaten sieht man dann unten, sieht man natürlich, dass die Haare noch kürzer waren als die anderen, ist ja völlig klar. Aber es ist alles wieder zugewachsen und ist auch nie mehr was gekommen. Das heißt, hier hat der Körper erkannt, okay, ich muss Haarzellen bilden. Das heißt, die Stammzellen sind in dem Moment wirklich zu Haarzellen geworden. Ja, ganz spannend, hat der Körper offensichtlich glasklar erkannt. Was kann Laminine bei Menschen? Auch hier kann es zu Verbesserungen bei allen degenerativen Erkrankungen führen. Ja, oft ist es ja wirklich so, völlig egal, ob wir von einem Tier sprechen oder von einem Menschen. Arthrose, Arthritis, das sind Probleme, die haben sowohl die Tiere als auch die Menschen. Autoimmunerkrankungen, ganz genauso, die werden sehr oft positiv beeinflusst. Ich sage es mal Rheuma, Fibromyalgie, Schmerzen werden auch bei Menschen häufig verbessert. Schlaf verbessert sich in aller Regel sehr deutlich. Mit einer Ausnahme, wenn man Laminin zu spät abends nimmt. Ja, tut das bitte nicht, nicht später als 18 Uhr, außer ihr seid scharf auf das Nachtprogramm von ATL, dann könnt ihr das auch später nehmen. Die Wundheilung kann sich deutlich verbessern. Das Hautbild regeneriert sich. Wir hatten es vorhin kurz gesagt, bei der Wundheilung. Hautzellen müssen sich ja nachbilden. Die Haut regeneriert sich immer von innen. Das gilt für Mensch und Tier. Es gibt ja auch wirklich schlimme Hauterkrankungen bei Tieren. Die verlieren dann häufig die Haare oder die haben Juckreiz. Die kratzen und kratzen und kratzen sich. Und Haut regeneriert sich immer von innen. Das heißt, ich kann erstmal von außen drauf schmieren, was ich möchte. Das Ganze muss von innen passieren. Und von innen bilden sich eben neue Hautzellen. Und da kann Laminin deutlich unterstützen. Auch hier kann ein gesundes Altern unterstützen und kann vorbeugend vor altersbedingter Demenz wirken. Und hier habe ich euch nochmal das Bild rein von der Untersuchung, der Cortisoluntersuchung. Es wurde mit Menschen gemacht. Natürlich, die machen keine Untersuchungen mit Tieren, weil Laminin ja erstmal als ein Mittel für Menschen entwickelt wurde. Und durch die Senkung des Cortisolspiegels können sich natürlich stressbedingte Erkrankungen verbessern. Was sind stressbedingte Erkrankungen? Unter anderem Burnout, Depressionen. Aber auch die sogenannten Wohlstandserkrankungen. Denk mal an Bluthochdruck. Denk mal an Diabetes, metabolisches Syndrom. Also da gibt es wirklich einige, die da deutlich verbessert werden können. Das war jetzt erst einmal Laminine. Jetzt gibt es natürlich von Lifearm noch ein paar Mittel mehr. Ich stelle die euch einfach der Vollständigkeit halber noch mit vor. Zumal das Digestive für Menschen ein ganz, ganz tolles Mittel ist. Aber hier bitte Achtung, Digestive wird nicht Tieren gegeben. Ja? Digestive ist für Menschen entwickelt worden, für den menschlichen Verdauungsextrakt. Und ein Mensch hat nun einfach einmal einen anderen Verdauungsweg und natürlich auch ganz andere Verdauung, als es eine Katze, ein Hund oder sogar ein Pferd haben. Ja? Also bitte hier Digestive nur für Menschen. Aber Digestive ist für Menschen ein ganz fantastisches Mittel. Und zwar aus dem Grund, weil es die Probiotika mit Verdauungsenzymen kombiniert. Das heißt, wenn Menschen Verdauungsprobleme haben, dann haben die ganz häufig Blähungen, dann haben die Bauchweh. Dann haben die das Völlegefühl. Sie fühlen sich aufgebläht, ihnen ist schlecht, sie können nichts mehr essen. Und Digestive bringt die Verdauungsenzyme mit, die einfach eine sofortige Entlastung herbeiführen. Ja, weil ein belasteter Magen-Darm-Trakt ist auch oft gar nicht mehr so in der Lage, die Verdauungsenzyme so wie gebraucht herzustellen. Und wenn ich die dann in dem Moment von außen zuführe, dann helfe ich den Menschen ganz enorm. Also es ist wirklich ganz, ganz häufig so, dass Leute sagen, boah, ich habe es 1-2 Tage genommen und die Blähungen sind schon viel besser, das Bauchweh ist schon viel besser. Also setzt bei Menschen wirklich gerne, gerne ein. Das ist ein ganz tolles Mittel. Omega, jetzt hat sich irgendjemand ist freigeschaltet vom Ton her. Schaut bitte noch einmal nach, weil es ist dann immer so störend.
Omega ist ein bekanntes natürliches Produkt, das Entzündungen im Körper nachweislich reduziert. Das heißt, ganz, ganz wichtig bei allem, was mit Entzündungen zu tun hat, Gelenke, ja. Ob das HD ist, ob das ED ist, ob das eine Spondylose ist, eine Arthritis, eine Arthrose, alles das braucht Omega. Und daher ist die Kombination für Tiere auch ganz, ganz häufig Laminine und Omega. Es ist einfach ganz fantastisch ergänzt. So auch bei meiner Hündin. Ich habe ja wirklich an meinem Tier, das kaum noch laufen konnte vor Arthrose, meine Labi-Hündin, meine alte, naja, damals war sie gerade 7, habe ich eben Laminine und Omega ausprobiert und das war wirklich faszinierend. So ist eigentlich das Tierexpertenteam entstanden. Das ging so aus meiner Alissa hervor, aus diesen, ja, aus den, also für mich höchst erstaunlichen und wundersamen Veränderungen mit diesem Hund innerhalb von 14 Tagen. Aber natürlich hat es auch noch weitere Vorteile des Omega. Und zwar senkt es Blutfettwerte und auch den Blutdruck. Ja, jetzt denkt mal eher an Menschen. Hoher Blutdruck ist ja wirklich eine Seuche heutzutage. Es gibt ganz viele Menschen, die irgendwie knapp über 40 sind und mittlerweile Blutdrucksenker nehmen. Also einfach durch Stress, durch permanent erhöhten Cortisolspiegel einen Blutdruck haben, ja, der dann wirklich schon bedenklich wird. Und da gibt es auch ganz wunderbare Untersuchungen dazu, die dann sagen, Laminine und Omega zusammen sind wirklich wirksamer als blutdrucksenkende Medikamente. Also das wurde mal wissenschaftlich untersucht. Omega von Lifepharm enthält auch FGF2, das heißt, es aktiviert also ebenso Stammzellen. Warte mal, gucken, wer hier nicht... Guckt doch mal bitte und schaltet euch noch einmal stumm, euer Mikro stumm, dass es nicht immer so kracht. Dann gibt es Immune. Immune ist ein wunderbares Mittel für Menschen und Tiere, steigert die Körperabwehr durch natürliches Vitamin C und 3 Heilpilze, erhöht die Immunität gegen Viren, Bakterien und Parasiten. Und bei Tieren dürfen wir das so sagen, dass es sehr gut begleitend bei Krebserkrankungen hilft. Das hat den Hintergrund, dass die Heilpilze, die da drin sind, in der chinesischen Medizin schon ganz, ganz lange gegen Tumorerkrankungen eingesetzt werden. Bei Menschen seid bitte mit solchen Aussagen vorsichtig. Nicht, weil es nicht funktionieren würde, sondern weil wir da natürlich immer ganz leicht, ganz schnell in so einem Licht stehen, wo wir vielleicht gar nicht hin wollen. Ich kenne aber persönlich Krebskranke, die mit Immune und Laminine wirklich sich den Weg durch die Therapie ganz, ganz, ganz deutlich erleichtert haben. Ja, das ist definitiv so. Es bringt Lebensfreude zurück. Ein Hund, der nicht mehr rennen kann, ein Hund, der kein Bällchen mehr holen kann, kein Stöckchen mehr holen, der hat einfach eine sehr eingeschränkte Lebensqualität. Also das war auch das, was ich ganz, ganz stark empfunden habe. Mein Hund ist wieder so lustig geworden, wieder mit einer Lebensqualität einfach gesegnet. Das ist ganz, ganz wunderbar. Hier kommen wir jetzt nochmal zu der empfohlenen Dosierung. Das da unten ist übrigens mein Labi, allerdings noch ein paar Jahre jünger. Da war auch mein Sohn noch ein bisschen kleiner als jetzt. Tiere bis 20 Kilo bekommen pro Tag eine Kapsel. Das kann man aufteilen auf eine halbe Kapsel morgens und eine halbe Kapsel abends. Wenn Tiere sehr krank sind, das heißt, wenn wir es jetzt mit einem kleinen Hund zu tun haben, der aber wirklich eine massive Autoimmunerkrankung hat, der massiv an Arthrose leidet, der massive Schmerzen hat, dann fängt man mit der doppelten Dosierung an. Das heißt, eine Kapsel morgens und eine Kapsel abends. Tiere zwischen 20 und 40 Kilo bekommen pro Tag 2 Kapseln, eine morgens, eine abends. Und hier gilt das Gleiche, wenn das Tier einfach sehr krank ist am Anfang, mit der doppelten Dosis anfangen und dann langsam runtergehen. Tiere über 40 bekommen pro Tag 3 Kapseln. Pferde, sagen wir mal, mindestens 4 Kapseln pro Tag. Da dürfen es auch gerne mal 6 bis 8 werden am Anfang. Die Kapseln können entweder so gefüttert werden, mein Labi freut sich natürlich, Labis essen alles,
Wenn das aber ein bisschen heiklere Tiere sind, kann man das Pulver und das Futter mischen. Normalerweise ist es vollkommen neutral, das heißt, die merken das nicht, wenn das drin ist. Dosierung bei Menschen. In der Regel beginnt man mit 2x2 Kapseln und nach 2 bis 3 Monaten reduziert man auf 2x1 Kapsel. Aber auch hier natürlich gilt, eine individuelle Dosierung ist immer sehr sinnvoll. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel jetzt extrem im Stress ist oder wenn jemand gerade ganz massiv mit Arthrose kämpft, da kann man dann auch wirklich einmal kurzfristig mit 6 oder 8 Kapseln am Tag beginnen. Kinder bekommen die Hälfte, Kleinkinder immer nur individuell nach Absprache, bitte. Ja, das war es jetzt erst einmal hier. Ich stoppe jetzt mal die Bildschirmübertragung. Genau, dann schalte ich meine Kamera wieder ein. So, genau. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich einmal, dass so viele dabei sind. Super, das ist toll. Und was jetzt natürlich ganz, ganz schön wäre, wäre, wenn wir einige Erfahrungsberichte auch noch von Anwendern hören könnten, weil wie vorhin gesagt, ihr wisst jetzt erst einmal die Theorie. Ja, das war die Theorie mit den Stammzellen. Das muss man sich bestimmt 2 oder 3 Mal anhören oder klar machen, weil es wirklich etwas ist, was nicht von Anfang an sofort, ja, in jedem sitzt. Das ist auch etwas, hat man vielleicht irgendwann mal in der 7. Klasse in Bio gehabt. Aber das ist ja doch schon etwas in Vergessenheit geraten. Aber toll ist jetzt natürlich, ja, ich glaube, ich pick mir einfach die Tina raus, weil die so toll erzählen kann. Ja, also Tina, wenn das okay ist, dann schalte dich einfach frei und erzähl doch mal, wie kamst du überhaupt zu Laminein und was ist seitdem passiert? Erstmal hallo, ja klar, natürlich erzähle ich das sehr gerne. Mich rührt es immer, ja, wirklich jeden Tag zu Tränen. Ich bin zu Laminine gekommen, eigentlich durch die liebe Martina, eine befreundete Züchterin von mir, die bei einem Ausflug in den Opel Zoo meine 2 Hunde gesehen hat und dann doch sagte, ob ich das nicht schon kenne, ob ich davon was gehört hatte. Ich kannte es bis dato nicht. Habe eine Hündin mit 10 Jahren, die an Diabetes erkrankt ist seit 3 Jahren, fast blind ist, fast taub ist und eigentlich ja am Leben nicht mehr wirklich teilgenommen hat, sondern nur noch irgendwo in der Ecke saß, die Rute nach unten hatte, nicht mehr gespielt hat, nicht mehr freundlich war, einfach nur noch so vor sich hin vegetiert hat. Habe eine zweite Hündin, die massive Hautprobleme hat, wo wir seit 2 Jahren von Tierarzt zu Tierklinik mit allem rumdoktern und eigentlich Mala mein Hauptsorgenkind war. Ich dann mit der Sandra Lorenz telefoniert habe, die mir super viel erklärt hat und immer mit Rat und Tat beiseite stand. Und ich dann Anfang November mit den Lamininen angefangen habe und die beiden Hunden gegeben habe. Mili, die Zuckerhündin, hat sie einfach nur bekommen, weil eben das Produkt da war und ich gesagt habe, wenn, dann bekomme es beide. Das kleine Wusel kriegt sie nicht. Die ist gerade mal 2 Jahre alt und die profitiert davon noch nicht, aber langfristig wird sie das auch bekommen. Und ja, dann haben wir angefangen. Nach einer guten Woche fing Mili an und hat auf einmal die oberste Hautschicht komplett abgelöst. Und dann hatten wir Laminine circa 2 Wochen gegeben. Ich habe morgens und abends eine Tablette bekommen. Ich war zu Besuch bei meinen Eltern. Die Hunde lagen und haben geschlafen und es bellte ein Hund im Fernsehen. Auf einmal stand Milli auf und rannte zum Fernsehen und guckte, wo es gebellt hat. Und ich habe im ersten Moment noch gedacht, ach komm, ist ein Zufall, weil das passiert seit 3 Jahren nicht mehr. Dieser Hund reagiert nicht mehr, sie hört nicht mehr. Sie hat nur noch gehört, wenn ich mit der Zunge geschnalzt habe, aber sonst gar nicht mehr. Sie ist ja gegen Wände gelaufen, sie ist gegen Türrahmen gelaufen, gegen Gegenstände, die mitten im Raum standen, immer. Und spazieren war eigentlich eine Sache von maximal 10 Minuten und dann ist sie in den Hundebuggy. Nach ein paar Tagen in der Küche hörte sie auf einmal das Klappern der Näpfe und kam angerannt. Ich hatte mich unterhalten und Milli guckte mich auf einmal aufmerksam an. Und irgendwie war mir das schon ein bisschen spooky, wo ich gesagt habe, das gibt's nicht, der Hund reagiert sonst nicht. Sie reagierte plötzlich wieder auf ihren Namen, sie reagierte auf das Klappern der Futterschüsseln, sie reagierte auf andere Hunde. Sie reagierte auf Tiere im Fernsehen.
Und ja, mittlerweile kann ich mit meinem Hund wieder normal reden. Also es waren Sachen, die waren nicht mehr möglich. Sie hat es nicht mehr gehört. Die Augen haben sich verbessert und dieser gesamte Hund ist in seinem Verhalten um 180 Grad gedreht. Sie trägt die Rute wieder oben, wie sich das für einen Terrier gehört. Sie hat wieder Spaß am Leben. Sie geht mit Freude wieder spazieren. Wir sind sogar Mitte November war das. Nee, um den 20. November waren wir an der Nordsee. Wir sind 2 Stunden am Strand stramm spazieren gegangen. Im Mai haben wir 10 Minuten geschafft. Also das war da schon, das war für mich ein Wunder. Ich kann es nicht anders sagen. Und sie bekommt nach wie vor noch die 2 Tabletten morgens und abends. Ich bin Mitte Dezember umgezogen, komplett neues Haus, neue Treppen, alles. Sie ist nicht einmal mehr irgendwo gegengelaufen. Sie läuft selbstständig Treppen hoch und runter. Sie hat die Nachbarshunde schon begrüßt. Sie fängt an, mit dem Nachbarspudelchen zu spielen. Sie ist im Haus mit den anderen Hunden im Rudel viel aktiver. Das ist Wahnsinn. Ihre Augen waren vorher ständig entzündet. Das ist nicht mehr. Ich muss die Augen nicht mehr tropfen. Wir haben keine Ohrenentzündung mehr. Und was schön ist, sie hatte durch den Zucker eigentlich so Plüschefell bekommen und das Fell wird wieder richtig hart und es wird dichter. Also ich will gerade mal gucken. Millie Maus schläft. Jetzt bin ich wieder da. Millie Maus schläft, man sieht es gerade. Ich rede mit ihr und sie reagiert sofort. Und wenn man sie anguckt, also die Augen hier waren, alle Haare waren weg, die kommen wieder. Und wir hatten hier an der Seite ganz dünne Haare und die sind mittlerweile, kriegt sie wieder richtig dicke Unterwolle. Das Einzige, was einfach nicht zurückkommt, aber das ist auch wirklich dann dem Diabetes geschuldet, ist einfach die Muskelmasse und das Gewicht. Da hängen wir noch so ein bisschen dran. Das Häufchen ist bedeutend besser und dieser Hund strotzt wirklich wieder vor Lebensqualität. Und das ist jeden Morgen, wenn ich aufstehe und diese Hündin mich anguckt, wenn ich von der Arbeit komme, die kommt an die Tür, weil sie mein Auto draußen hört, weil sie den Schlüssel hört, der ins Schloss geht. Das hatte ich 3 Jahre nicht. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe geguckt, wo der Hund liegt und habe sie quasi in dem Körbchen geweckt, dass sie gemerkt hat, ich bin wieder zu Hause. Und jetzt sitzt sie mit allen da an der Haustür und ja, und freut sich, dass ich wieder zu Hause bin. Moment. Das ist schon, das ist Wahnsinn. Und mein Malerchen war komplett nackig. Die hatte eine Staphylococcus aureus Infektion in den Haarballen gehabt, kombiniert mit einer multiplen Malassezieninfektion. Darauf hatten sich natürlich auf die kaputte Haut Pilze gesetzt, Bakterien gesetzt. Ich bin von Tierarzt zu Tierarzt, von Hautprobe über Stanze, über Geschabsel, über wir färben den Hund ein, Antibiotika, Cortison, Allergietabletten, alles durch. Keiner wusste einen Rat. Bis wir dann im November dann auch dann mit dem Laminina angefangen haben. Sie war nackt. Die Jacqueline kennt sie noch von Anfang November. Und jetzt, Malerchen, guck mal, wir kriegen Haare. Ich weiß nicht, seht ihr sie? Ja, ich sehe sie. Haare. Sieht völlig Also anders aus. wir kriegen Wimpern, wir kriegen hier hinten auf dem Po Haare, wir kriegen hier im Nacken überall Haare und wir kriegen wirklich Haare und wir kriegen auch wieder an den Öhrchen Haare. Also wir werden so langsam von dem chinesischen Nackthund mutieren wir wieder tatsächlich zu einem Westie. Oh, wie schön. Und die Blutwerte, die letzten Blutwerte hatte ich gemacht vor circa 5 Monaten. Ich hatte jetzt eine Blutkontrolle vor einer Woche gehabt. Die Werte waren vorher nie schlecht, aber sie sind jetzt bedeutend besser. Die Maus ist wieder viel aktiver. Sie spielt jetzt auch wieder mit den Hunden in der Nachbarschaft. Sie kommt zu mir wieder viel mehr zum Kuscheln. Sie war die ganze Zeit so ein, ja, rühr mich nicht an, guck mich nicht an, fass mich nicht an. Sie wollte nicht gestreichelt werden. Sie wusste, so wie ich ankomme, will ich sie entweder baden oder eincremen. Sie hat angefangen zu zittern ganz doll, wobei ich manchmal nicht wusste, war das Zittern psychisch bedingt oder war das Zittern wirklich, ihr ist unwohl. Das ist weg. Die Haut war vorher quietscherot. Das ist weg. Die Haut war vorher, die Füße waren, komm mal her, Schatzi, die waren aufs Doppelte angeschwollen. Man sieht hier noch die Restfaltenbildung. Sie hatte ganz, ganz tiefe, dicke Furchen.
Und die waren ganz, ganz tief. Das wird jetzt alles besser. An dem Po hinten hat sie schon keine Falten mehr. Sie hatte, das Häufchen hat sich verändert. Und was bei ihr ganz schlimm war, sie hat nach 2 Wochen Laminine über die Haut entgiftet. Und das war alles andere als schön. Dieser Hund hat gestunken wie die Pest. Das war auch passend, das Belgien-Wochenende. Ich saß auf der Autobahn 4,5 Stunden und noch im Stau. Und Malerchen neben mir und die hat gestunken. Ich hatte das Fenster auf. Ich hätte echt ins Auto gekotzt. Entschuldigung, aber es war heftig. Die hat massiv über die Haut entgiftet. Die hat, ja, 4, 5 Tage ganz massiv gestunken und bestimmt noch eine Woche hat das angehalten, bis das abgeklungen ist. Die Ohren sind seitdem nicht mehr entzündet. Der Zahnstein wird weniger. Und sie ist vom Verhalten her ganz anders. Und sie fängt jetzt an, ihre Tochter mit 2 Jahren, die ganze Zeit Narrenfreiheit hatte, weil es ihr einfach nicht gut ging, sie fängt jetzt an, ihre Tochter wieder zu erziehen. Und Milli freut sich und Milli macht mit und Milli versucht jetzt so ein bisschen so als altes Oberhaupt, ob sie die anderen nicht noch von ihrem Futterplatz wegdrängen könnte, weil eigentlich ist sie ja die Chefin. Und das ist Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir das jemand erzählt, dass das so wirkt, ich hätte ihn für bekloppt gehalten. Ich hätte ihn wirklich in die nächste Kneipe geschickt und hätte gesagt, trink noch 3 Bier mehr. Das wird gut, aber ich hätte das nie im Leben geglaubt und für möglich gehalten, wenn ich das nicht hier jeden Tag miterleben würde. Das ja, ist. Wir haben es ja schon mal davon gehabt, Tina, dass wenn ich uns so zuhört, ne, die denken bestimmt alle, die sind doch völlig durchgeknallt. Ich würde es ja selber sagen. Ja, ich weiß. Wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde es nicht glauben. Und ich sehe es jetzt jeden Tag hier zu Hause und kann immer nur sagen, das kann es nicht sein. Und ich habe es jetzt selbst angefangen zu nehmen und ich hatte ganz massive Probleme in der Schulter. Ich habe meinen Umzug gestemmt und hatte keinerlei Schmerzen. Klar hat mir alles wehgetan. Und logisch war ich nach 4 Tagen Möbel schleppen auch irgendwo am Ende meiner Kräfte. Aber ich hatte nicht die Schmerzen, die ich in der Schulter habe, wenn ich sonst 3, 4 Hunde im Salon mache. Ja. Und ich habe, also mein Gewicht geht runter. Mein Wasser in den Beinen geht weg. Ich muss auch sagen, ich hatte im letzten Jahr auch eine Hautkrebs-OP gehabt. Und hatte seitdem in einem Bein immer Probleme mit Wassereinlagerungen, wobei alles gut operativ entfernt wurde, ich auch keine Nachtherapien brauchte, aber ich immer Wasser hatte und gerade wenn ich die Wochenenden lang auf Hundeausstellung war, mein Fuß war doppelt so dick, das ist weg. Also ich bin gerade vorletztes Wochenende 9 Stunden von Slowenien nach Hause gefahren und bin dann noch 2 Stunden weitergefahren. Ich hatte nichts und vorher hatte ich dann immer dicke Beine und Schmerzen in den Beinen und das habe ich nicht mehr. Toll. Ja, das ist so. Also ich merke es bei mir jetzt auch, wobei ich es noch nicht lange nehme, aber von den Hunden, das ist Wahnsinn. Und ja. Die Martina hat gerade auch jetzt am Samstag beide Hunde gesehen. Die hatte sie zuletzt gesehen im Oktober im Opel Zoo vor der Einnahme und hat auch gesagt, also was sich da verändert hat, ja. Ich bin nur glücklich und ich kann nur ein riesen Dankeschön sagen. Toll. Einfach, dass ihr mir das empfohlen habt und ja. Ja, also ich habe ja deine Hundchen oder den einen, den Nackten. Ja. Ich dachte wirklich auf den ersten Blick, das ist ein chinesischer Nackthund, ganz ohne Witz. Die hat ja nur hier vorne noch so ein paar Härchen gehabt. Ne? Ja. Ansonsten war das Tier komplett nackig und die hat mir so unendlich leid getan. Die sah so schlecht aus, also insgesamt so aufgequollene Haut und man hat richtig gesehen, das Mäuschen war am Leiden. Und das ist natürlich jetzt ganz toll, also schon das Gesichtchen hat sich ja unglaublich verändert. Schön. Ja. Und vor allen Dingen das Frustrierende war halt auch wirklich, ich bin von Tierarzt zu Tierarzt gerannt, zu Hautspezialisten gerannt, in Kliniken gewesen, in Unikliniken und jeder Tierarzt hat natürlich irgendwas anderes gesagt, andere Mittelchen ausprobiert und man hat sich so hilflos gefühlt. Ja, wir haben ja wirklich von der Allergie über die Hormonstörungen über alles behandelt. Ich habe irgendwann den Hund, ich arbeite ja selbst beim Arzt, ich habe mir irgendwann eine Pilzcreme aus der Praxis dann mitgenommen und habe den Hund versucht, mit einer Pilzcreme einzureiben, in der Hoffnung, ne, ob sich da irgendwas ändert und tut, weil man greift ja nach jedem Strohhalm. Ja. Es kamen mal Härchen, das war mal so ein hauchdünner Flaum, aber die waren auch schneller wieder weg, wie sie da sind. Man merkt halt jetzt nur einfach, die Haare kommen wirklich knochenhart nach. Und
da ist sie sich dann manchmal am Schubbern, weil das einfach wohl piekt, wenn die durchkommen. Mhm. Ja, das super. Vielen Dank. Gerne. Toll, dass es den Tieren und auch dir so gut geht. Das haben wir übrigens oft. Das ist auch etwas, was gar nicht besonders ist. Ja, zuerst kriegt es mal der Hund. Und wenn das beim Hund funktioniert, dann probiert es Frauchen oder Herrchen auch. Das sagte meine Mama jetzt. Ach, das hat bei den Hunden geholfen. Ich nehme es dann jetzt mal auch. Ja, das ist okay. Weißt du, das ist ja auch das Schöne daran. Ein Hund kannst du ja nicht beeinflussen. Du kannst ja deinem Hund nicht erzählen, ich gebe dir jetzt Gudi-Gudi und dann geht es dir ganz viel besser. Ja, nur entweder geht es ihm besser oder nicht. Der Hund ist da einfach sehr ehrlich. Und das merken natürlich auch die Menschen drumherum. Und deshalb kommen dann genau solche Reaktionen. Und was ich halt auch sagen muss bei Milli, die Zuckerwerte sind wirklich ein Traum. Also wir haben ganz konstante und stabile Werte, dass ich schon mein Zuckergerät in die Ecke geschmissen habe, mir ein neues Gerät geholt habe, weil ich gedacht habe, das Gerät ist kaputt. Wir haben super stabile Werte. Toll, ist auch nicht selbstverständlich. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Super, ganz lieben Dank dir. Jetzt wollte ich mal fragen, Uschi, würdest du uns ein paar Sätze erzählen über deinen wunderschönen weißen Hundesenior, der jetzt wieder so ein bisschen, der wieder jung geworden ist quasi. Ne? Du musst dich nur freischalten. Oder warte mal, okay. Ja. Ja. Alles. Ja, also mein Opi, mein Senior, weißer Schäferhund, er ist 11 und war, August, September war das, auf einmal so lustlos, er hatte also wirklich keine Lust, ist schlecht gelaufen, ist schlecht hochkommen und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und habe wirklich Angst gehabt, dass er das Jahr eigentlich gar nicht mehr überlebt. Ich habe mir Gedanken macht, was wird und was wir machen könnten. Ja, also er war einfach ganz komisch. Und habe dann in einer anderen Gruppe, habe ich dann einen Beitrag gelesen. Genau, da hat auch jemand was gefragt wegen der Ding und hast dann eben das Lemonine, einen Tipp gegeben mit dem Lemonine. Nicht mit dem Lemonine, sondern mit der Gruppe. Diese gesunde Gesundheitsgruppe. Und da bin ich dann rein, habe gedacht, naja gut, einfach schauen und habe das dann gelesen, habe gedacht, naja gut, ich meine, ich habe schon einiges probiert, was soll's? Und habe dann eben reingeschrieben und die Sandra hat mich dann angeschrieben. Ja, und habe gedacht, gut, ich probiere es. Und ich habe ihm das dann gegeben, am 30. September haben wir angefangen. Mhm. Und naja, große Hoffnung habe ich eigentlich nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, naja, alles. Und dann, also er hat Spondylose, hat ED und hat, HD hat er nicht, aber Spondylose, Arthrose. Mhm. Dann waren wir Mitte Oktober im Urlaub. Und da hatten wir eigentlich dann schon den ersten Erfolg gesehen. Das war so 2 Wochen, nachdem ich es ihm das erste Mal gegeben habe. Er ist dann plötzlich wieder besser die Treppen. Also am Anfang, wo wir dort waren, da ist er die Stufen ist er fast hochgefallen. Wir sind dann immer außen rumgegangen, dass er die Stufen nicht laufen muss. Er ist dann die Stufen wieder langsam, aber er ist die Stufen wieder gegangen. Wenn wir an See sind, hat er mit den anderen Hunden, ist er der Junge nachgerannt. Also er ist viel fitter geworden. Mein Gut, haben dann irgendwann auch die Leute, wo dabei waren, gesehen, dass er sich verändert. Und mittlerweile ist so, also er kriegt es jetzt seit 30. September. Er ist, er wird jung irgendwo. Er zieht seine Jungen, also überhaupt die Bella, die Hündin, wenn die mit dem Kleinen, mit dem anderen spielt, er rennt ihr nach, er maßregelt sie. Ich muss ihn oft einmal zurückhalten, dass er nicht übertreibt. Also er übertreibt jetzt auch gern. Heute waren wir wieder im Wald. Er hat wieder solche Baumstämme rum, was er jetzt die ganze Zeit nicht mehr gemacht hat, also mein Waldarbeiter. Er ist 2 oder 3 Mal über Baumstamm gesprungen, hat er überhaupt nicht mehr gemacht. Und er ist einfach, er hat Spaß am Leben, habe ich das Gefühl wieder. Er ist auch, das Fell ist besser geworden. Mhm. Es war so strohig, das ist wieder weicher. Mein Physio ist auch zufrieden. Wir gehen alle 4 Wochen zur Physio, ist zufrieden. Und ja, also wenn er dann so übertreibt und viel macht, dann tut er sich ein wenig schwer ab und zu beim Aufstehen.
ab und zu humpelt er auch mal, gestern hat er mal wieder vorne, aber es hat einfach kaputte Gelenke, mein Gott. Aber ihm geht's gut. Er schmust, er ist verschmust worden, er kommt zu mir mit aufs Sofa wieder, was er eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht hat. Also er war dann so, oder eigentlich nie so ein arger Schmuser. Aber das macht er jetzt, also ihm geht's richtig, ihm geht's gut. Schön. Ja. Und ja. Von einer Bekannten, die gibt ihrem Podenco seit Dezember. Der war auch so, also die hat sich auch Sorgen gemacht. Der hatte total verklebte Augen. Sie musste einen Tropfen geben. Also kam Eider raus, der hat überhaupt keine Lebenslust mehr gehabt. Der ist immer hinten nach getrottelt, also wirklich getrottelt. Vom Gesichtsausdruck, der ist richtig alt worden. Der Amarillo ist 9. Der ist richtig alt worden. Und jetzt, wir waren gestern spazieren, der läuft an der Schleppleine, marschiert voraus, der hat Spaß am Leben wieder, er läuft voraus, er hat gestern Löcher gebuddelt vom Feinsten nach Mäusgraben mit seiner Hündin, also ganz toll, die Augen sind klar, also wo ich auch gemerkt habe, der ganze Hund hat sich verändert. Mhm. Also ich denke, sie schreibt vielleicht auch mal was rein, muss ich mal sagen, dass der mal was rein schreibt. Ja klar, gerne, weil diese Erfahrungsberichte sind eigentlich... Die Leute. Ich habe immer Fotos gemacht, die sind bei mir auf der Seite, sind die Fotos von den 2 Podenkos und der größere davon. Das sieht man auch. Also er rennt auch wieder, also super. Schön, Mensch, toll. Und gerade mein Asko, er liegt jetzt so und schläft. Also er ist wieder so ein Spinner, wie er früher war. Manchmal nervt er dann wieder, aber dann denke ich mal, nein, lieber nerven wie. Er quietscht halt dann unheimlich viel und wenn man ihn nicht beachtet, gerade wenn wir im Wald sind mit seinen Stecken und dann fiebst er und macht und er will einfach. Ja, wie früher halt, ne? Ja, ist halt. Aber mein Gut, er ist jetzt 11 und ich hoffe, er macht noch ein wenig so. Ja, ach, ich wünsche es euch. Das ist so ein wunderschönes Tier. Ich finde deine Videos immer so schön. Und er hat sich so toll gemacht. Also ich habe ihn vom Tierheim und dann habe ich, der war 4. Und war wirklich sehr schwierig. Also war mein schwierigster Hund, den ich je hatte. Der ist auf alles losgegangen. Auf andere Hunde, auf Menschen, auf alles. Also war wirklich ganz schwierig. Und jetzt, also ich meine, hat nicht lang gedauert. Der verträgt sich mit allen Hunden. Der verträgt sich mit Menschen. Ich meine, ich bin da immer ein wenig vorsichtig bei fremden Leuten. Ja. Aber es ist überhaupt kein Problem, ja. Schön. Vielen, vielen Dank für diese 2 schönen Berichte. Der Podenco war mir jetzt auch neu, aber gut. Wenn ja, der ist ja von ihm auch noch nicht lang bei ihm. Ja, klar, ist noch nicht lang, ganz genau. Wie seit Dezember kriegt er es jetzt? Ja, Mensch, super. Ja, jetzt kam gerade noch hier im Chat, ob Nebenwirkungen bekannt sind. Bisher sind keine bekannt geworden. Es handelt sich ja auch um Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, Nebenwirkungen in dem Sinn haben wir sowieso keine. Ja. Was aber natürlich sein kann, da diese Laminine aus der Plazenta des Hühnereis praktisch hergestellt wird, das ist der Dottersack, ne, wenn ihr euch das vorstellt. Ich habe ja erklärt gehabt, dass die höchste Konzentration in der Plazenta ist und die Plazenta des Eis ist der Dottersack und daraus wird es eben gewonnen. Und das heißt, wenn jetzt Mensch oder Tier hochgradig allergisch auf Hühnereiweiß sind, dann muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Dann kann man das mit geringen Dosen probieren. Das haben wir auch schon alles gemacht und auch hat auch gut funktioniert. Aber da sollte man vorsichtig sein. Das ist jetzt so die einzigste Nebenwirkung. Das ist ja eigentlich keine Nebenwirkung, aber das kann durchaus sein. Ansonsten, was passieren kann, was jetzt eher Menschen dann auch mitteilen, wobei Hunde auch manchmal Durchfall kriegen, sind solche Entgiftungsreaktionen, wie das, was die Tina auch schon erzählt hat. Ihr Hund hat halt über die Haut entgiftet. Ich habe es damals auch noch gerochen, obwohl es wohl da schon besser war, aber mein lieber Falter. Puh, also, boah, da musst du den Hund schon sehr lieben, um das auszuhalten. Also, das war schon heftig. Das heißt, sowas kann passieren. Es kann passieren, dass man Kopfschmerzen kriegt. Das wird einem der Hund jetzt eher nicht sagen können. Das ist jetzt von Menschen her. Das kann sein, dass man Durchfall bekommt. Ja, also alles so typische Entgiftungsreaktionen. Der Körper versucht einfach irgendwie was loszuwerden. Das kann passieren. Dem kann man ein Stück weit entgegenwirken, indem man einfach viel trinkt. Aber durch manche Dinge muss man auch so ein bisschen durch. Ja, das ist dann tatsächlich so. Ja, Tina lacht, die musste da auch durch, gell?
Aber sowas ist jetzt selten. Ja? Also so eine Reaktion, wie du erzählt hast, das ist wirklich sehr selten. In den meisten Fällen ist es, ja, geht's leichter ab. Aber mal ein Durchfall oder so, also das kann durchaus passieren. Das würde ich jetzt aber nicht als Nebenwirkung sehen, sondern das ist einfach eine Entgiftungsreaktion, die wir aus der Naturheilkunde auch durchaus kennen. Aber ich denke, bei der Mala war das halt auch wirklich extrem, weil die ja wirklich über die 2 Jahre alles Mögliche reinbekommen hat in den Körper. Da musste halt auch viel raus. Ja. Bei der Mili war das lang nicht so. Ja, das ist eher ungewöhnlich. Also ganz sicher, ja. Aber kann natürlich auch mal kommen, ja. Jemand, der jetzt vielleicht nicht so den Mut oder die Traute gehabt hätte wie du, der hätte vielleicht nach einer Woche gesagt, wow, oh Gott, das tut meinem Hund gar nicht gut und um Himmels Willen, ja. Da muss man vielleicht einfach auch mal natürlich mit jemand reden, der es eventuell schon durch hat. Und ansonsten, ja, ist es immer vielleicht manchmal auch gut zu sagen, komm, jetzt probieren wir einfach noch ein paar Tage. Ne? So, und wenn man dann merkt, es geht dem Tier besser oder dem sich selber dann auch besser, dann kann man das auch besser aushalten. Ich hatte dann auch Hilfe suchen, mich an die Sandra gewandt, wirklich mit dem Thema Hilfe, mein Hund stinkt ganz furchtbar. Und sie sagte, sie entgiftet und entgiftet dann wirklich über die Haut, halte durch. Ja. Und das war so massiv, das war... Ja. Und was du gerochen hast, das war ja eigentlich schon nichts mehr. Okay, dann möchte ich das andere ja gar nicht kennenlernen. Nein. War schon heftig, wirklich war heftig. Ja. Aber daher freut es mich wirklich noch viel mehr, ja. Jetzt kam noch etwas, kann man diese Mittel parallel zu Medikamenten geben? Grundsätzlich immer ja. Ja, und das ist auch etwas, was wir empfehlen. Also wir empfehlen nicht, wir setzen Medikamente ab und nehmen jetzt Laminine und Omega oder so. Wir machen erstmal alles parallel. Wir haben ja auch diese Fälle. Ja, sie schreibt jetzt gerade noch von atopischer Allergie beim Hund. Ich wollte jetzt noch was viel Dramatischeres nehmen. Ich habe jetzt gerade an Epilepsie gedacht. Da haben wir nämlich auch sehr gute Erfahrungsberichte. Aber da würde man natürlich auch niemals die Epilepsie-Medikamente absetzen und stattdessen jetzt Laminine nehmen. Ja? Oder auch bei Allergien. Wir geben erstmal einfach Laminine und Omega in so einem Fall, weil Allergie hat ja auch viel mit Entzündung zu tun, dazu. Ja, aber nicht anstatt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wir gucken erstmal, was passiert und wenn sich das Ganze dann verbessert, dann kann man Stück für Stück die Medikamente reduzieren. Das haben wir jetzt gerade bei einer Kollegin von mir, auch einer Heilpraktikerin, die nimmt Laminine jetzt seit einem guten Jahr, na, 15 Monate oder so oder anderthalb Jahre schon, wirklich kontinuierlich und regelmäßig. Und bei der haben sich so unglaublich viele Dinge verbessert, das kann man gar niemand mehr erzählen. Jetzt ganz aktuell war sie beim Arzt und hat ihre Schilddrüsenwerte testen lassen. Ja, weil sie gemerkt hat, immer wenn sie ihre Schilddrüsenmedikamente genommen hat, dann wurde ihr flitterig. Ja, dann war sie völlig nervös. Und da haben wir gesagt, also manchmal sieht man es ja selber nicht. Und dann haben wir gesagt, Angelika, du musst zum Arzt, deine Schilddrüse hat sich wahrscheinlich verbessert und wenn du ein Schilddrüsenmedikament nimmst, dann bist du in der Überfunktion. Und genau so war es. Ihre Schilddrüse ist jetzt ohne Medikamente völlig in Ordnung. Und die darf natürlich keine Medikamente mehr nehmen. Ja? Aber das machen wir nach und nach. Wir setzen nicht Medikamente ab, weil wir jetzt Laminine nehmen. Also das auf gar keinen Fall. Erstmal parallel. Auch zusätzlich zum Antibiotika. Ja, auf jeden Fall. Du kannst das Laminine immer zusätzlich zu allem nehmen. Ja, das beißt sich mit nichts. Es gibt keine Wechselwirkungen in irgendeiner Form. Laminine stärkt einfach. Stärkt Mensch und stärkt Tier. Das gilt für Menschen ganz genauso. Also das ist auch ganz wichtig. Ja, bist du? Was mir noch einfällt. Was mir noch gerade einfällt, dass auch das Haarwachstum beim Hund unheimlich fördert. Ja. Wir haben ja jetzt hier gerade auch ein paar Züchter und ein paar Aussteller mit dabei, wo ja auch immer das Thema Fellwechsel ein ganz großes ist, wenn man wirklich das ganze Jahr über auf Ausstellung geht. Also ich sehe das gerade an meiner Milli, was die für ein Fell bekommt. Und das ist ja auch gerade bei Hunden durchgehend, dass das auch das Fellwachstum fördert. Und halt dann auch, dazu kannst du auch nochmal was sagen, wegen der Fruchtbarkeit,
bei Rüde und Hündin. Das ist ja dann auch immer so ein Thema, was gerade bei uns Züchtern doch sehr wichtig ist auch. Ja, also da gibt es wunderschöne Berichte, wirklich. Das ist von der Sandra Lorenz jetzt vor allem. Die kann jetzt heute Abend aus privaten Gründen leider nicht dabei sein. Aber also sie hat wunderschöne Berichte. Die züchtet kleine Pudelchen, ja, diese Teacup-Pudel. Und jetzt hatte sie ein ganz wunderschönes Teacup-Pudel-Männchen, was eigentlich eben die Zuchtlinie verstärken sollte. Der Kerl hat alles gemacht, aber nicht das. Ja, der hatte, warum auch immer, überhaupt keine Ambitionen dazu, die Mädels zu decken oder sonst irgendwas. War dann schon 3 Jahre alt und war einfach noch nichts passiert. Und dann hat sie ihm einfach auch immer Laminine gegeben, ja, ohne jetzt zu wissen oder sowas. Ne? Also war jetzt einfach nur, dachte sie, probiert das mal. Ja, mittlerweile ist er schon mehrfach Papa. Also das ging dann relativ schnell. Und das funktioniert bei Menschen zum Teil auch sehr gut. Ja, also es gibt eine deutliche Libido-Erhöhung und es gibt auch schon einige Laminine-Babys, die einfach so, ja, wo zumindest eine Unterstützung stattgefunden hat, sagen wir es mal so. Jetzt kam hier gerade noch eine Frage an die, Moment, oh ja, das Haarwachstum bei Menschen, das fördert es sogar sehr, Iris, ja. Also, da habe ich eine nette Geschichte auf Lager von einer Dame, die hatte sich die Beine epilieren lassen, also nee, mit Laser wegmachen lassen. Na, ihr kennt das, man kann mit Laser die Haare wegmachen lassen. Jo, das kam alles wieder. Ne? Also die Dame war zwar jetzt nicht so begeistert darüber, dass die Haare wieder kamen, aber sie war natürlich andererseits recht angetan, weil daran merkt man, es bewegt sich was. Und Haarwachstum in dem Sinn, dass du auf einmal eine Matte auf dem Kopf hast, ja. Also ich nehme das ja auch regelmäßig. Bei meiner Tochter sind die Haare natürlich wunschgemäß gewachsen, aber bei jedem, der Laminine nimmt, der hat irgendwann hier Matte auf dem Kopf. Das ist definitiv so. Also Uschi lacht, offensichtlich tut sich da auch was. Ich warte drauf. Bei mir ist jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass sie was tut bei den Franzen. Wartet mal noch ein bisschen ab. Also ich kann es wirklich auch von meinem Sohn sagen. Ich habe einen 22-jährigen Sohn und dem sein Papa hat Glatze, ne, schon ganz lang. Und der hat hier so Geheimratsecken gehabt, der Fabian, schon mit 18, 19. Und seine größte Panik, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich Glatze zu kriegen, ja, für einen jungen Mann, Riesendrama. Und der nimmt Laminine, aber aus anderen Gründen. Der Fabian, der studiert in Holland, der wird Diplomat, also so eine International Relationship studiert er, genau. Und es ist unglaublich viel, was die dort lernen müssen und die meisten Studenten dort nehmen Ritalin. Ja, also das zu meinem großen Entsetzen, das wusste ich nicht. Ritalin ist ja das, was bei uns gegen ADHS gegeben wird, damit die Kinder sich konzentrieren können. Und es klappt auch bei Studenten sehr gut. Und ich habe halt dem Fabian dann gesagt, um Gottes Willen, nimm das bitte nicht. Ich habe Laminin, probier das einfach mal. Und seitdem nimmt er das sehr regelmäßig, weil er sagt, das hilft ihm unheimlich beim Konzentrieren. Und als Nebenwirkung sind seine Geheimratsecken zugegangen. Und seine langjährige Friseurin, wirklich, die hat ja schon seit vielen Jahren immer die gleiche, die hat ihn dann echt gefragt, was er eigentlich macht, weil er hat so viele Haare auf dem Kopf. Und der Knabe ist natürlich selig, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Also ja, zu diesem Thema Haarwachstum definitiv ja. Da gibt es unglaublich viele Geschichten zu. Und wie lange nimmt er schon? Der Fabian, auch der nimmt es seit bestimmt einem Jahr. Okay, dann. Also das braucht manchmal. Ja, und das geht bei jungen Leuten schneller als bei Eltern. Das ist einfach auch so. Und jetzt muss ich hier noch mal eben gucken, dass ich nicht irgendwas vergesse. Hier, bekommt die Hündin von Tina noch weiter Antibiotika oder Cortison oder gar nichts mehr? War noch eine Frage. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Also Mala bekommt wirklich nur das Laminine in Verbindung mit dem Omega. Und ich gebe es ihr noch morgens eine und abends eine. Also sie kriegt es noch zweimal täglich und eine Omega am Tag. Und sie bekommt sonst zusätzlich gar nichts mehr. Und sie hat das letzte Antibiotika bekommen im, ich glaube, Anfang September hatten wir dann mit dem Antibiotika zuletzt aufgehört und Cortison hat sie seit Juli, August nicht mehr in etwa. Ja, also wirklich nur das Laminine und
Mehr nicht. Okay, vielen Dank. Es war die nächste Frage. Kann es während der Trächtigkeit von einer Hündin gegeben werden? Grüße aus den Niederlanden. Grüße zurück. Niederlande sind wunderschön. Ich würde es nicht geben, aus dem einfachen Grund, weil die Hündinnen während der Trächtigkeit über die Plazenta mit FGF2 mehr als versorgt sind. Ja, also man kann es bis zur Trächtigkeit hingeben, da macht es auch sehr viel Sinn, weil es wirklich die Trächtigkeit erleichtert, also es erleichtert, trächtig zu werden. Während der Trächtigkeit selber würde ich es bleiben lassen. Da ist es einfach nicht nötig, da hat der Körper selber so einen hohen Spiegel, dass es nicht gebraucht wird. Und es kam noch eine Frage wegen einem Lebertumor bei der Hündin, ob da jemand Erfahrungen gemacht hat. Wir haben in der Gruppe einiges erlebt mit Krebs bei Tieren. Krebs ist immer so ein ganz heikles Thema. Bei Menschen sowieso, das wissen alle Therapeuten. Da sind wir immer ganz, ganz vorsichtig. Bei Tieren bin ich da ein bisschen offener, auch ein bisschen freier, weil natürlich da auch nicht so viel passieren kann, in Anführungszeichen. Ich würde bei einem Tier immer Laminein und das Immune empfehlen und die Erfahrungen, die wir machen, die geben uns da wirklich recht. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwelche Tumore so, wupp, sind sie weg. Ja, so darf man sich das jetzt nicht vorstellen. Aber wir haben jetzt einige Tiere, die wirklich noch einmal eine gute Lebensqualität gehabt haben, die zum Teil dann trotzdem verstorben sind, ja, aber eben noch einmal eine gute Lebensqualität gehabt haben. Und es gibt auch welche, die jetzt immer noch leben, ja, wo einfach die Besitzerin zum Beispiel, an eine erinnere mich jetzt, die hat einen Säugetumor gehabt, wurde dann auch weggemacht und dann kam wieder was nach, ich glaube nach einem halben Jahr oder sowas. Und die hat gesagt, nee, jetzt lässt sie nicht mehr operieren und jetzt schaut sie einfach, was man vielleicht so noch machen kann, und die nimmt jetzt die Mittel und dem Tier geht es soweit gut. Sie sagt, man würde ihr jetzt nichts anmerken, wenn man es nicht wüsste. Ja? Aber wie das natürlich jetzt in Zukunft weitergeht, das ist kein Wundermittel. Ja? Das muss man immer dazu sagen. Das ist etwas, was den Körper natürlich noch einmal deutlich stärkt, aber es macht Krebs in dem Sinne natürlich nicht weg. Ja, also ich kann euch auch so von meinen Erfahrungen mit Menschen erzählen, die habe ich jetzt eher indirekt. Das war so die erste Zeit, als ich Laminine kennenlernte, habe ich auch mit 2, 3 Fällen so ein bisschen mehr von außen mitbekommen, wo es wirklich ganz schwere Krebsfälle waren. Die Leute waren austherapiert und haben natürlich auch dann einfach nochmal alles versucht und haben unter anderem dann auch Laminine und Omega und Digestive und Immune genommen. Und das, was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass die alle drei noch einmal eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Ja, die waren quasi austherapiert, schulmedizinisch austherapiert, sind zum Sterben nach Hause geschickt. Und das, was man wirklich gesehen hat, war, dass da noch einmal ein richtiges Hoch kam. Ja, also eine wirklich gute, qualitätvolle Zeit, würde ich sagen. Ja. Dennoch sind sie am Ende gestorben, weil einfach dieser Krebs auch schon zu stark war und ich denke auch zu arg schon weitergemacht hat. Was ich jetzt immer wieder erlebe, ich begleite ja auch in der Praxis immer mal wieder Krebspatienten, dieses Laminine, das scheint einfach insgesamt sehr viel, sehr stärkend für die Menschen zu sein. Ja, die überstehen einfach eine Chemotherapie viel besser. Die sind psychisch besser drauf. Ja, ist ja auch klar, weil ich meine, so eine chronische Krankheit zu haben, das macht ja auch was mit einem. Der Cortisolspiegel, der ist da mit Sicherheit ganz ordentlich auf Touren. Die sind psychisch besser drauf, denen geht es körperlich besser, die sind kräftemäßig besser drauf. Jetzt haben wir einen gehabt, der hat keine Haare verloren. Ja? Erstaunlicherweise. Also kann aber auch so passieren. Wir wissen ja immer nicht, was wäre jetzt ohne. Ich kann es immer nur so sagen, ich würde es definitiv nehmen, wenn es mich erwischen würde. Ja, definitiv, hochdosiert. Einfach aus dem Grund, weil Laminine hilft meinem gesamten Organismus. Es kommt ja oft so diese Frage, wenn man sagt,
Stammzellen teilen sich und führt zu neuen Zellen, führt es auch zu Krebszellen unter Umständen. Und das kann man ganz klar mit einem Nein beantworten, ja, also definitiv, weil Krebsstammzellen, die gibt es nämlich auch, aber Krebsstammzellen bilden ihr eigenes FGF2. Das heißt, die sind überhaupt nicht darauf angewiesen, dass wir denen irgendwas von außen zuführen. Denen ihr Glas ist voll. Und wenn ein Glas voll ist, dann kannst du zwar noch was reinschütten, aber es schlabbert über. Ja? Mehr als voll geht einfach nicht. Was ich aber dann mache mit meinem FGF2, ich bewaffne quasi den Rest des Organismus. Stellt euch das Krebsgeschwür vor wie eine Guerillatruppe. Ja, bis an die Zähne bewaffnet und echt mit fiesen Tricks ausgestattet. Und da drumherum stehen Bauern mit Mistgabeln. So ungefähr ist das im Körper, wenn ein Krebsgeschwür da ist. Und was wir jetzt machen können mit FGF2, wir können versuchen, die Bauern zu bewaffnen. Den Guerillatrupp, die sind schon bis an die Zähne bewaffnet. Mehr Waffen können die gar nicht tragen. Ja, mehr geht nicht. Aber die Bauern können wir bewaffnen und da wieder ein Stück weit ein Gleichgewicht herstellen, sodass wir einfach eine Möglichkeit dem Körper geben, auch dagegen wieder anständig anzugehen. Von dem her, ich würde es machen. Empfehlen würde ich, darf ich es einem Menschen eigentlich nicht. Da steht dann halt ganz, ganz groß dieses Wort Eigenverantwortung. Ja? Ich kann es immer erklären, was dann jeder tut. Bleibt seins. Hier kommt es noch, wie wäre es mit Atopika? Geht das auch zusammen? Ja, natürlich. Geht auf jeden Fall zusammen. Ist gar kein Thema. Ja? Und ob man mich persönlich kontaktieren kann, um eine individuelle Empfehlung zu bekommen? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Einfach über Facebook. Bin mit meinem Namen da drin. Jacqueline Gletsch-Hoffmann. Oder ich schreibe einfach einmal meine Handynummer da unten rein. Da bin ich auch ganz unerschrocken. Also wenn da jemand mich kontaktieren will, sehr gerne, ist überhaupt kein Problem. Das Moment. 1, 2. 0170. So, jetzt steht sie drin. Wer möchte, darf sie gerne mitschreiben oder wie gesagt ansonsten über den Messenger. Es ist richtig, was da steht, jeder Fall ist anders. Ja? Also es ist schon immer sehr sinnvoll, sich auch eine individuelle Empfehlung zu holen. Das kann man nicht nur bei mir, sondern das kann man natürlich auch bei den Menschen, die einen jetzt hierzu eingeladen haben. Oder, also wie gesagt, man kann sich auch mal schlau machen in unserer Facebook-Gruppe. Es gibt eine, die heißt Laminin-Erfahrungsberichte. Da sind zum Beispiel jetzt für Menschen und Tieren Erfahrungsberichte drin und dann haben wir eine andere, die heißt tierische Erfolgsgeschichten. Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, jetzt nur um Tiere. Aber grundsätzlich natürlich bin ich auch immer ansprechbar. Gut, jetzt kamen keine Fragen mehr nach. Wahrscheinlich haben wir die Leute alle schwindelig gequatscht, Tina. Aber ich finde es immer schön, ich habe schon gesagt, die Tina, die muss in Zukunft zu jedem meiner Vorträge mit. Dann geh Kaffee trinken, lass die das machen und dann passt das. Auch nicht schlimm. Und dann bringst du am besten noch deinen Hund mit und noch ein großes Bild davon, wie der vorher aussah. Dann Ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie getraut, Bilder zu machen. Es gibt ein paar Bilder, aber das sind wirklich immer so, wo ich sage, der Hund hat sich geschämt, wenn ich ihn fotografiere. Und ja, ich habe mich geschämt, den Hund überhaupt zu fotografieren. Und wenn ich auf Ausstellung bin, ich habe meine Hunde immer dabei, aber Malerchen habe ich dann immer so irgendwo versteckelt, dass die ja keiner gesehen hat. Ja. Weil mir das einfach in der Seele leid getan wird. Gut, und in der Hundewelt, du wirst natürlich sofort zerrissen und der Hund wird zerrissen. Natürlich. Jetzt muss ich sagen, ich kenne die Züchterin sehr gut und weiß, dass da eine gesunde Linie dahinter steckt. Und habe da auch mit ihr immer in engem Kontakt und allem, wo sie gesagt hat, Gott sei Dank geht es diesem Hund jetzt besser. Und wir haben wirklich da gemeinsam uns hingesetzt und gesagt, wo ich gesagt habe, hast du noch eine Idee? Hast du noch irgendeinen Anhaltspunkt? Hast du noch einen Tierarzt? Hast du noch irgendwas? Und da bin ich dann auch von hier nach Nürnberg gependelt und wieder zurück, um zu gucken, dass wir da auch irgendwo noch irgendwo eine Idee aufgreifen können. Ja, und das ist, und ein guter Bekannter von mir, der ist
Tierarzt, Richter und auch Züchter, bei dem war ich auch, der dann auch gesagt hat, du, irgendwo, ich bin ratlos. Ne? Ja. Ja. Ja, genau, Sandra, du hast sie auch gesehen, ja. Ja, genau. Ja, ich habe sie auch gesehen. Das war schon echt beeindruckend, Sandra, gell? Also, ja, auch oh Gott, mir hat die Maus so leid getan. Und es ist wunderschön. Und vor allen Dingen, die Haare kommen jetzt erst seit circa, ja, so 2 Wochen. Ja, das hat einfach Zeit gebraucht, ne? Das ist auch etwas, was wir immer wieder merken, dass Maler, also ist ein ganz typischer Fall, ja, das war einfach ein schwer kranker Hund. Ja. Die hat ja nicht nur ein bisschen was gehabt, sondern in der war sicherlich, da sind Autoimmungeschehen abgelaufen, das hat man von außen nur erahnen können. Der Körper hat im Grunde permanent gegen sich selber gekämpft. Ja. Und da waren erst einmal andere Dinge wichtig als jetzt das Haarwachstum. Das kommt jetzt. Ja. Und du wirst sehen, jetzt kommt es wahrscheinlich relativ zügig. In 6 Wochen sieht die ganz anders aus. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja, ich freue mich total. Ja, das ist schon so, du siehst jetzt schon jeden Tag wirklich, wie die Wimpern wachsen und es verändert sich jetzt jeden Tag. Jetzt hat der Körper die Energie dafür frei. Das ist so. Ja, und das ist einfach wunderschön. Also es freut mich ganz arg. Ja. Ich finde es eh immer, na, ich bin ja so bekloppte Hundetante. Ja? Also ich kann ja ohne Hunde überhaupt nicht und ich freue mich immer so arg mit. Ja, ich freue mich auch bei Menschen mit, natürlich. Aber irgendwie so Hunde oder überhaupt Tiere, die sind für mich so, die können ja nun gar nichts dafür, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist einfach so wie bei kleinen Kindern. Ja, die tun mir dann so leid. Also ich weiß nicht, wie oft ich von der Maler erzählt habe. Ja, weil ich dachte, mein Gott, dieses arme Wesen. Ja, was muss die auch leiden einfach in ihrer juckigen Haut? Ja, das geht mir genauso, wenn ich Neurodermitis-Kinder habe. Wenn die sich überall kratzen, das ist auch genauso grauenhaft. Ja? Und genauso schön ist es, wenn das dann einfach wird. Und das finde ich einfach. Ich finde nach wie vor völlig faszinierend. Und also ich bin schon allein wegen meiner Tochter nach wie vor so glücklich, dass wir das kennengelernt haben. Weil, also das war natürlich eine psychische Belastung vom Allerfeinsten, ne? Wenn die Haare ausfallen und jeder Arzt sagt, ach, bestellen Sie schon mal eine Perücke, die gehen alle aus. Das ist dann sehr aufbauend. Ja, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank. Es ist schon, glaube ich, ein bisschen später. Ja. Von dem her, denke ich, beenden wir das jetzt für heute. Es wird eine Aufzeichnung geben. Wer die jemandem schicken möchte, der darf sich gerne melden, bei mir oder bei der Tina. Ich schicke dir auf jeden Fall der Tina gleich weiter. Tierexpertenteam jederzeit. Ja, ich stelle die in die Geschäftsgruppe rein. Also von dem her, schickt das gerne weiter. Ich fand zwar heute ganz tolle Berichte, also echt super. Vielen Dank euch. Und ja, lasst euch gut gehen und ich bin schon ganz gespannt, wann ich die Maler das nächste Mal sehe. Ja. Und den Link zu Lemminein, den stelle ich dann gleich noch in die Gruppe mit rein. Und wer da dann einfach Fragen hat, wie er am schnellsten dazu kommt, dann sind wir ja da auch da und beantworten da gerne und helfen. Genau. Hat auch mit so ein paar Tricks, wie man noch ein bisschen was sparen kann, dass man da dann noch guckt. Einfach melden. Ja? Vielen Dank euch allen und macht es gut. Bis nächstes Mal. Tschüss.